Der Anstrich dieser Wand ist nicht deckend. Das war nach einem Versuch auch nicht zu erwarten. Das Material hier kann ich vergessen. Da muss ich mir wohl ein neues Stück vom Schwamm schneiden. Und einen neuen Wurstteller holen. Es ist jetzt schon zu erkennen, dass der zweite Anstrich deckend sein wird. Das hat auch etwas damit zu tun, dass die erste Anstrichschicht so eine Art Grundierung bildet. Ich versuche den Anstrich jetzt noch so dünn wie möglich und so dick wie nötig zu halten, damit die Sachen schneller trocknen, denn ich möchte jetzt schnell Fortschritte erzielen. Ja, das ist deckend. Die zweite Innenwand ist auch noch nicht deckend. So wenig wie nötig. Nein, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Und weil die Wand im Liegen gestrichen wird und trocknen kann, laufen hier wenigstens keine Nasen die Wand runter. Ein Riesenvorteil zum echten Anstrich im Innenraum. Und zudem geht es auch lange nicht so in die Arme wie bei der Arbeit mit Pinsel und Rolle. Nach dem Tapezieren. Auf der Seite war es ja schon deckend. Und auf der Seite fehlt es noch an der einen oder anderen Stelle. Im Großen und Ganzen ist das aber schon sehr gut so. Ja. Der könnte auch auf der anderen Seite noch was vertragen. Insbesondere dort, wo die Spachtelmasse aufgetragen ist, wird es nicht so recht schnell decken. So.
Nachdem ich jetzt die Innenwände geweißelt habe, kann ich mir mal Gedanken machen über die weitere Farbgebung für dieses Backsteinmauerwerk. Die Fugen zwischen den, Ziegelsteinen sind ja jetzt schon grau. Das hieße, jetzt könnte ich als nächstes das Rot der Backsteine auftragen. Ich mache mir mal ein kleines Nest. Und hol mal Rot. Wurstkeller. Oh oh. Gut, dass ich bloß einen winzigen Tropfen davon brauche. Und da habe ich ihn auch schon. Ich brauche wieder ein Stück vom Schwamm. Und diesmal sollte es nur ein kleines Stück sein. So. Anfeuchten. Und fast völlig trocken wischen. Und dann mit mehrfachem drüberziehen und ohne jeden Druck die Farbe auf die Ziegel reiben. Sobald man Druck ausübt, sitzt die Farbe nämlich wieder in den Rillen und dann hat die ganze graue Farbgebung keinen Sinn gehabt. Das wäre dann zwar extrem ärgerlich, würde das Projekt aber nicht gefährden, dann müsste ich ja einfach nur noch einmal mit Grau zusätzlich drüber gehen. Das ist jetzt eine ziemlich kitzlige Arbeit. Und ich gehe gefachweise vor, damit ich die Konzentration dabei behalte. Von der Wirkung her klappt das Ganze schon recht gut. Und ab jetzt wird das Ganze zum Geduldsspiel. Aber gut, das ist ja noch nicht das erste Geduldsspiel. Und schneller als das Einritzen der Fugen geht es alle Male noch.
Jetzt komme ich an eine kritische Stelle. Und zwar ist da ja Spachtel aufgebracht. Und ich weiß überhaupt nicht, wie die Spachtelmasse jetzt auf die Farbe reagieren wird. Gut reagiert sie darauf. Wahrscheinlich, weil eine Grundierung von der grauen Farbe schon darunter sitzt. Das macht jetzt schneller Fortschritte, als ich erwartet hätte. Und das stimmt mich doch recht hoffnungsfroh. Ich muss jetzt die Platte ein bisschen schwenken jeweils, damit sich der Lichteinfall ändert und ich noch die grauen Stellen, die sich in dem Winkel verstecken, besser erkennen kann. Jawohl. So, in puncto Ziegelfarbe war das jetzt schon die halbe Miete. Denn in diesem Bauabschnitt haben wir ja nur zwei Flächen, die Ziegelfarbe haben müssen.
Schade, hätte ich das in einem Rutsch machen können. Naja, was nicht geht, geht nicht.